So, hallo meine Freunde, ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind in meinem Quantus Rush Account. Das ist mein sechstes Rathaus 13. Mein letztes, was ich hochgepusht habt. Also die Helden sind hier katastrophal schlecht, wie ihr vielleicht seht. Ich habe einen freien Bauarbeiter. Ich habe auch noch ein paar Medaillen aus der Liga. Und da werden wir uns jetzt mal den Hammer des Bauens holen. Und werden den auch gleich benutzen, um den Adler zu verbessern. Das ist das zurzeit sinnvollste, was ich machen kann. Ich könnte natürlich auch das Rathaus auf Stufe 3 verbessern. Würde aber von der Dauer her 10 Tage, 4 Stunden. Ich glaube, der Adler. Ja, der Adler dauert etwas länger. Dann machen wir jetzt mal den Adler auf Stufe 3. So, das ist das Erste, was wir machen. Dann werden wir jetzt erstmal zwei Angriffe machen und dann werden wir ein weiteres Goldlager leveln, damit wir später die zwei Streukatapulte bauen können. Also, wir greifen erstmal an. Zusätzlich will ich natürlich mit meinem nächsten Angriff, jetzt nicht mit dem Angriff, sondern mit dem Folgeangriff, möchte ich mit Magiern zusätzlich angreifen und wir wollen auch noch mit Riesen angreifen. Die Riesen lasse ich mir in die Clanburg spenden. So, hier greifen wir jetzt mal an. Wartet mal, wo kann ich meine Helden einsetzen? Ich setze mal hier den King ein und die königliche Gladiatorin. So, die muss hier richtig stark. Und da ist sie sehr stark unter Beschuss. Ich habe gedacht, der King tankt noch ein bisschen. Nee, ist leider nicht der Fall. Gut, dann werden wir jetzt hier mal mit den Loons reingehen und dann kommen die Elektrodrachen zum Einsatz. So, wir schicken auch schon mal jetzt schon mal den Zeppelin mit rein. Hier freezen wir mal. Oh, der Freeze war natürlich ganz schlecht. So, Zeppelin öffnen. Rathaus ist down. Und der Adler ist auch down. Sehr schön. So, dann machen wir da nochmal einen Wutzauber. Wir zünden den Warden. Und hier werden wir nochmal frosten. Hier oben gibt es nochmal einen Wutzauber. Für die verbliebenen Elektrodrachen. Und hier werden wir jetzt nochmal die Luftabwehr freezen. Okay, zwei Sterne sind okay. Dafür, dass wir so schlechte Helden haben und keine Queen, die gerade am Leveln ist. So, was wir auch noch machen werden, wir werden jetzt das Goldlager verbessern und wir nehmen uns Bauarbeiter, Tränke. 200. Wir nehmen uns genau zwei Stück. So. Und die werden wir gleich benutzen. Zusätzlich habe ich mir im Goldpass noch Forschungstränke geholt. Die werden wir auch benutzen. Die zwei Forschungstränke. So, jetzt werden wir hier nochmal einen Trainingstrank nehmen und wir werden Truppen ausbilden. So, was habe ich denn jetzt? Ich habe jetzt hier ein bisschen Päcker, ein bisschen Riesen. Was machen wir? Wir brauchen Magier, brauchen wir auf jeden Fall. Da muss ich 14 Stück von benutzen. So, was nehmen wir noch mit? Ja, was wir Max haben, natürlich. Wir nehmen noch zwei Elektrodrachen mit und ruhig noch einen Magier. So, Zauber. Ein Sprungzauber kann nicht schaden. Und wir nehmen noch einen Frostzauber mit. Wobei, nee, wir haben Frostzauber, haben wir schon so viele. Wir nehmen noch einen Giftzauber mit. Ich werde euch jetzt rausschneiden, bis meine Armee fertig ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder zum nächsten Angriff. Ich lasse mir übrigens in die Clanburg die Superriesen spenden, damit wir da auch weiterkommen. So, okay, dann bis gleich.
So, meine Freunde, da bin ich wieder. Die Armee ist ausgebildet. Ich habe jetzt hier so eine Mischung aus Bodentruppen und Lufttruppen. Macht man natürlich normalerweise nicht, aber ich möchte hier gleichzeitig mit dem Ereignis mit den Superriesen weiterkommen und mit den Magiern. Und deswegen habe ich hier so eine merkwürdige Truppenkonstellation. So den Warden stellen wir, glaube ich, mal auf Boden. Und da machen wir mal einen Angriff. 2 Sterne wäre schön, wenn wir die schaffen. Und ja, wollen wir gleich schon diese Base angreifen? Die hat zwar ein bisschen wenig Dunkles, aber ansonsten ist die eigentlich gar nicht so verkehrt. Ne, wobei, ich sehe hier die Streukatapulte hier außen. Die machen mir zu viel Schaden. Da müssen wir mal gucken, dass wir eine einfache Base kriegen. So, hier haben wir zum Beispiel keine Streukatapulte, die uns da irgendwie einen Strich durch die Rechnung machen. Und der hat auch ziemlich viel Dunkles, wobei, da komme ich wahrscheinlich gar nicht hin. Nee, der hat mir auch zu wenig Loot. So, falls das jetzt zu lange dauert, dann schneide ich euch noch mal raus. So, hier habe ich jetzt einen Gegner, den ich angreifen werde. Wir fangen an mit dem Mauervernichter, dann kommen die Riesen dazu, dann kommen die Magier dazu, dann kommen die Helden dazu und dann kommen die Päcker. So, Päcker, Päcker. Wutzauber rein. Sprungzauber ins Zentrum. Frostzauber. Wir machen noch ein. Oh, King müssen wir mal schnell zünden. Die Riesen unter Wut. Dann machen wir hier nochmal einen Frost. Ich weiß gar nicht, wo ist denn mein Warden? Der hängt jetzt hier irgendwo rum, aber nicht da, wo er rumhängen sollte. So, die Superriesen sind im Einsatz. Die hauen sich hier um den Single Inferno. Das ist cool. Zusammen mit dem Eisgolem. Schade, dass meine königliche Gladiatorin nicht. So, jetzt greifen sie an. Da machen wir hier nochmal einen Wutzauber. Ich zünd mal die. So, wir schicken jetzt mal die Elektrodrachen rein. Plus die Loons. Ich glaube, die Riesen packen das nicht. Oder doch? Ey, ist ja Wahnsinn, wie stark die sind. So, hier können wir nochmal einen Giftzauber drauf auf den. Ne, sie haben es aber mit der Eisgolem und. Oh, jetzt haben wir nochmal die Tornadofalle. Oh. Da war, ist doch nochmal ein Kettenblitz durchgekommen. Boah, lustig, ne? So, der Warden ist leider nicht zusammen mit dem Elektrodrachen gewesen. So, es ist jetzt eine interessante Sache. Wir haben ein paar Bodentruppen noch am Start. Ein Päcker, 3 Elektrodrachen. Die Elektrodrachen sind alle extrem angeschlagen. Wir schauen mal, was daraus wird. So, Päcker ist noch da. Sollten 3 Sterne werden, so wie es aussieht. Zeit ist auch noch genug da. Nur noch eine Kanone und die Päcker ist einfach zu stark. Obwohl die Päcker nur Level 6 ist, haut die hier alles weg. Sehr schön. Nochmal 3 Sterne zum Schluss. 2 Elektrodrachen haben überlebt und der Warden. Nee! Oh doch. Ganz knapp hat der Warden noch überlebt. Päcker hat auch noch überlebt, aber muss sich durch die Mauer schlagen. Da sind dann die Elektrodrachen doch schneller am letzten Ziel. Und wir haben uns den Bonus nochmal geholt, den Sternebonus, den wir jetzt zwar nicht benötigen, aber wir sind auf jeden Fall gut dabei. Alles ist am ge geboostet, die Kasernen sind geboostet. Wir bilden jetzt auch nochmal Truppen aus. Und zwar machen wir hier mit Magiern, ne, warte mal, so, anpassen. Also wir haben auf jeden Fall Magier brauchen wir, die sind klar. Die Hox nehmen wir mal raus. 14 Magier müssen dabei sein. Wir nehmen Pekka. Nehmen wir ruhig mal mit. Was haben wir denn hier? Oh, wir haben ja die Hexen. Die Hexen sind auf Maximum Level. Dann nehmen wir ruhig noch mal 6 Hexen mit. Und wir brauchen noch einen Tank. Oder nehmen wir ruhig 2. Und dann nehmen wir noch einen Pekka bei und bisschen Aufräumtruppen noch.
So, okay. Das sieht gut aus, aber Heilzauber haben wir viel zu viel. Wir brauchen Heilzauber brauchen wir gar nicht. Wir nehmen Sprungzauber. Und weil die Wutzauber so im Angebot sind, nehmen wir nochmal einen weiteren Wutzauber. Sehr günstige Kosten hier. Nur 157.000 Elixier und 2.200 Dunkles. Aber gut, das Dunkle ist ein bisschen mehr, aber ist okay soweit. So, wenn die dieses Cooldown die 7 Tage um sind, werde ich mir nochmal den Hammer des Bauens holen. Und damit werde ich entweder die Adlerartillerie auf Maximum Level bringen oder wenn ich bis dahin schon ein Streukatapult gebaut habe, werde ich das Streukatapult auf Maximum machen. So, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Mein Skat-Turnier geht auch gleich los. Ich wünsche euch viel Spaß bei meinen weiteren Videos. Wir sehen uns. Ich würde mich sehr freuen über ein Like. Ihr könnt auch gerne einen Kommentar da lassen. Abo ist kostenlos. Wenn ihr die Glocke aktiviert, werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Ich sage Tschüss und wünsche euch frohe Ostern. Bis dann, Leute. Ciao, euer Quantus.